Hallo Brauer und Bierliebhaber. Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Delight Bierstil-Reihe. Heute geht es um den sogenannten Champagner des Nordens, die Berliner Weiße. Die Berliner Weiße ist ein helles, strohgelbes, in der Regel trübes, obergäriges Bier und wird hauptsächlich aus Weizen- und Gerstenmalz gebraut, schmeckt milchsauer, trocken mit erdigen Noten und liegt zwischen 7 und 8 Grad Plato und zwischen 2 und 4 Prozent Alkoholgehalt. Sie hat einen hohen Grad an Kohlensäure und wirkt auch dank des niedrigen Alkoholgehalts sehr crisp und erfrischend. Das Geheimnis der Berliner Weiße liegt natürlich in der Gärung. Dazu aber später mehr. Der Ursprung der Berliner Weiße liegt so um das 16. Jahrhundert herum und ist wahrscheinlich aus einer Mischung von deutschen und französischen respektive belgischen Braustilen entstanden. Über die Jahrhunderte veränderte sich der Bierstil bzw. das Verfahren immer weiter. Jedoch gibt es viele Hinweise darauf, dass sie schon zu frühen Zeiten immer diese säuerliche Note besessen hat. Im 17. Jahrhundert bezeichneten die napoleonischen Truppen im damals besetzten Berlin die Weiße sogar als Champagner des Nordens. Die Blütezeit war allerdings Mitte des 19. Jahrhunderts. In dieser Zeit produzierten mehr als 50 Brauereien ca. 1 Million Hektoliter pro Jahr. Nach Mitte des 19. Jahrhunderts begann allerdings der Niedergang der Berliner Weiße. Neue Brau- bzw. Gärverfahren, die Erfindung neuer Kühltechniken und die damit einhergehende ganzjährig produzierbare untergärige Bierart plus die beiden Weltkriege sorgten dafür, dass die Berliner Weiße fast in Vergessenheit geriet. Vor circa 10 Jahren haben allerdings einige Brauereien damit begonnen, diesen Bierstil wieder zum Leben zu erwecken. Einer davon, der sich obendrein natürlich noch viel besser mit dem Thema Berliner Weiße auskennt als ich, ist Olli Lemke von der Lemke Brauerei in Berlin. Ja, die Brauerei Lemke gibt es seit 1999, hat als Low-Budget-Projekt mit selbstgeschweißter Brauerei angefangen und ist über die 22 Jahre durch den Zukauf von 3 anderen gastronomischen Betrieben, die auch Brauereien dabei hatten, gewachsen. Letzte Ausbaustufe war dann so vor 3-4 Jahren, wo wir das zentralisiert haben und haben hier in Berlin-Mitte in den S-Bahn-Bögen eine richtige Brauerei gebaut, also weg von der Gasthausbrauerei, ein rein Produktionsbetrieb. Wir machen 24 Biere ganzjährig, plus ein paar saisonale auch noch. Einmal so die Klassiker, Pilz, Helles, Weizen, und so weiter. Dann haben wir alles, was international ist, Pale Ales, IPAs. Ja, und dann haben wir natürlich als Berliner Brauerei das Thema Sauerbier mit der Berliner Weiße auch mittlerweile in 5, 6 verschiedenen Varianten. Zum Schluss noch die fassgelagerten Spezialitäten, was wir auch seit ein paar Jahren schon machen. Mittlerweile auch mit 4 oder 5 Bieren, aber das steckt in Deutschland ja noch in den Kinderschuhen. Da sind wir dabei, dass die Leute ein bisschen das wahrnehmen, was es da so alles gibt. Ja. Berlin hat ja nicht so viele kulinarische Köstlichkeiten, ja, das Eisbein oder die Currywurst. Und die Berliner Weiße ist aber dann doch ein Vertreter. Zur Hochzeit gab es in Berlin über 100 Brauereien, die nur Berliner Weiße gemacht haben. Ist mit der Stadt verbandelt als stadttypisches Getränk. Ist leider so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Großbrauereien haben eigentlich die klassische Berliner Weiße als Mischgärung aufgehört mit der Produktion. Und so, dass sie eigentlich quasi tot war. Und das ist natürlich schade, weil es Berlin-typisch ist und weil es unfassbar interessant ist. Und jetzt gibt es eben neben uns noch ein paar andere auch, die dieses Thema wiederbeleben im Endeffekt in den letzten 5, 6, 7 Jahren. Die Berliner Weiße ist eine Mischgärung. So, und was wir heute kennen aus der Brauerei, normalerweise, ich habe einen definierten Hefestamm, mit dem vergehre ich meine Würze. Das funktioniert halt nicht, weil ich eine Mischgärung habe. Und wir haben in unserer Forschung festgestellt, dass das vielfach angewendete Prinzip, dass du nacheinander die Organismen verwendest, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert alles nur und liefert ein komplexes Geschmackserlebnis, wenn die Mikroorganismen
alle miteinander aktiv sind. Also wenn das, was der eine ausscheidet, frisst der andere quasi wieder. So, das heißt, du stehst vor der Herausforderung. Erstmal musst du Mikroorganismen finden, die überhaupt geeignet sind. So, und dann haben wir gesagt, okay, was brauchst du, um das Ziel, den Champagner des Nordens, zu erreichen? Also du brauchst eine Hefe, klar, für Alkoholproduktion und CO2 und viele, viele andere Dinge. So, du brauchst ein Lacto für die Säure, klar, der möglichst dann auch viel Milchsäure macht und wenig Essigsäure. Dann brauchst du ein Brett, weil für Komplexität, Stichwort Pferdedecke, sollte der noch mit drin sein. Und für die Nachgärung haben wir irgendwie noch festgestellt, dass eine Champagnerhefe sehr schön funktioniert. Das Hauptthema ist eben in der Berliner Weiße, welche Mikroorganismen in welcher Kombination. Und Anstellverhältnis kommt dann noch. Ja? Also wenn ich jetzt mich entscheide, was wir herausgefunden haben, dass die nur gemeinsam agieren können, dann muss es nicht notwendigerweise so sein, dass sie alle in der gleichen Zellzahl losgelassen werden auf die Würze. Sondern man muss dann eben schauen, welche Anstellverhältnisse sind ideal. Also es zeigt so ein bisschen die Komplexität des Ganzen. Und funktioniert es bei uns so, dass die drei für die Hauptgärung verantwortlichen Mikroorganismen, die haben wir in drei kleinen Fermentern, wo sie vor sich hin leben. Daraus zieht man dann, wenn man anstellen möchte, in der Zellzahl oder dem Anstellverhältnis, wie wir es herausgefunden haben, zieht man sich die erforderlichen Mengen und stellt seinen Würzer an. Wir haben ja langwierig die Boudique quasi wiederentdeckt. Ein reines Bier ohne irgendwelche Zusätze. Was wir nicht wollten, ist dieses wunderschöne Bier jetzt in der Gastronomie mit einem Sirup zu versetzen, weil die Leute das halt kennen. Und dann haben wir gesagt, okay, was ist die Lösung? Und wir legen unsere Boudique auf natürliche Früchte oder Kräuter, sodass wir die Kirsche, die Himbeere und das Waldmeister haben. Und zusätzlich noch legen wir die Boudique auf Eichenholzchips, was sehr schön ist, weil es eine Balance gibt zwischen Holz und Säure. Und so haben wir einen leichteren Einstieg für die Leute in der Gastronomie, dass sie eben nicht die pure Boudique trinken, die am Anfang überfordert. Sowohl in der Gastro, bei uns selber in gastronomischen Betrieben, als auch, wir haben ja so einen Online-Shop, wo auch sehr viel Berliner Weiße weggeht, gibt es natürlich so eine Bandbreite an Reaktionen. Ne? Es geht von, ey super, da habe ich immer nachgesucht, das ist genau das Bier, was ich haben will, bis zu, komm mal bei uns vorbei und lern, wie man Bier braut. Ja. Wir antworten auf diese Kritik immer sehr nett, finden es auch lustig und es wächst. Es wächst und letztendlich wird es eine Fangemeinde geben, die sich da etabliert, da habe ich keine Zweifel. Und ich gehöre da auf jeden Fall dazu. Vielen Dank an Olli Lemke für seine Einblicke zur Berliner Weiße. Wenn ihr noch mehr über den Werdegang von Olli Lemke und seinen Brauereiprojekten erfahren wollt, dann empfehle ich euch noch unseren Podcast mit ihm. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's dann auch schon wieder für mich heute. Ich gönne mir jetzt natürlich auch gleich einen Schluck der leckeren Boudique-Weiße. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren YouTube-Kanal oder folgt uns auf Social Media. Aktuelle Inhalte rund ums Brauen, Melzen und Destillieren findet ihr auf unserem Blog Schulz Insight. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Prost.